Liebmänner und Mönch-Schauspielerpaar trennt sich nach 25 Jahren Beziehung. Ein Vierteljahrhundert lang waren sie ein Paar, nun gehen Johanna Liebmänner und Peter Mönch auf unterschiedlichen Wegen durchs Leben. Die TV-Darstellerin hat sich von ihrem 80-jährigen Partner getrennt. Eine Trennung ist oft gut für die Freundschaft, sagt Johanna der Bild und fügt hinzu, dass der Kontakt zwischen ihr und Peter noch immer gut sei. Die beiden wohnen bei Landsberg nicht weit voneinander entfernt. Ich genieße meinen Seelenfrieden. Mit 72 Jahren ist die Schauspielerin nun wieder als Single-Dame unterwegs und stellt klar, es muss nicht sofort eine neue Beziehung her. Ausgeglichen ist Johanna nämlich auch so: Ich spiele am Pforzheimer Theater und genieße meinen Seelenfrieden. Johanna Liebmänner gehörte von 1996 bis 2004 zur Stammbesetzung der ZDF-Serie Schloss Hutteloord. Auch in mehreren Tatortfolgen und bekannten TV-Serien, wie die Schwarzwaldklinik, Praxis Bühlerbogen, Unser Lehrer Dr. Specht oder Der Bergtor, war sie bereits zu sehen. Ihr jetziger Ex-Freund Peter Mönch spielte 2011 in einigen Episoden von Rote Rosen mit. Auch in Soko 5113 hatte er schon einen Auftritt. Heutzutage ist er offiziell im Ruhestand und nimmt nur noch hin und wieder Gastrollenangebote an.